Wir befinden uns hier am Geographischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wenn man von außen in das Institut kommt, ahnt man vielleicht nicht, dass man hier spannende Forschung entdecken kann. Denn das Gebäude, in dem wir hier sitzen, in der Schlossgasse 7, mitten im Zentrum von Gießen, ist ein gründerzeitliches Gebäude. Sieht zunächst mal aus wie ein Wohngebäude. Aber wir haben hier verschiedene Labore, unter anderem eben ein Lumineszenzlabor oder ein sedimentologisches Labor. Oder eben auch unsere Gesteinssammlung. Unser besonderer Gegenstand sind Probenteller für die Lumineszenzdatierung, in dem Fall belegt mit Quarzkörnern aus einer Düne, um das Alter der Düne zu bestimmen. Diese Probenteller kommen in das Lumineszenzgerät, um die Lumineszenz zu messen und damit das Alter der Düne. Die Lumineszenzdatierung ist eine sehr spezielle Datierungsmethode und dementsprechend haben wir auch einen guten Zulauf international, weil wir eine relativ einzigartige Sache machen, was die Datierung von Sedimenten betrifft. Und daraus resultieren natürlich auch internationale Kooperationspartner, ob das die Universität Montaigne ist oder eben auch Universitäten in den USA oder in Australien. Aber wir haben natürlich auch Kontakte hier an der JLU, weil beispielsweise auch das Umweltmanagement sich ja für Landschaften interessiert und wegen unserer Methodik, eine physikalische Datierungsmethode, haben wir natürlich auch Kontakte zur Physik. Das ist mehr oder weniger der rezente Boden. Der sich, nachdem der Löss sich abgelagert hat, hat sich mit einem Schwimmbachzahl. Da gehen wir nächste Woche. Wir machen eine sehr praktikable Lösung. Wir arbeiten mit einem solchen Pull-Power-Bohrstock, den wir